Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zur zweiten Episode von The Elder Scrolls Online Blackwood hier bei eurem Bombardin. Schön, dass ihr wieder dabei seid, es freut mich sehr. Wir haben ein Geschenk bekommen. Oh, cool. Ja, danke. Danke. So, cool. Ja, haben wir das auch, ne? Cool. Fezets, der Händler. Und ich habe noch eine Belohnung. Ach, das ist ein Gehilfe. Und heute gibt es ein Kronenstärkungsmal. Das ist ja verrückt. Okay, ich bin überhaupt nicht in diesem Spiel mehr drin. Ich muss es zugeben. Keine Ahnung. Wir haben auch Kronenkisten hier, habe ich gesehen. Die freut sich, euch zu sehen. Ja, ja, ich freue mich auch. Eisenatronach. Eine hervorragende Auswahl. Da ist... Ganz hervorragend. Der Dolch des Eisenatronachen. Sollen wir es noch einmal versuchen? Nee, du, lass mal. Eine Kronen-Uroboros-Kiste. Seid ihr bereit, eure Belohnungen zu offenbaren? Dieser empfiehlt, dass ihr eine Kiste im Bazar kauft. Leider gibt es keine Kisten mehr. Möge das Glück euch begleiten. Ich bin trotzdem sehr zufrieden. Was haben wir denn jetzt noch mit den... Ja, das passt. Ah, okay. Und den kann ich jetzt quasi auf meine Dolche anwenden, oder? Oh. Hahaha. Ja, Oh. Ich dachte, ich könnte das jetzt... Ich habe keine Ahnung, wie das geht. So, und der Fetzitz ist da, ne? Der Fetzitz, der Händler. Fetzitz, der fetzt richtig, Leute. So, kann ich jetzt... Ich würde jetzt schon sehr, sehr gerne mit diesen Dolchen hier... Weißt du, mit so Feuerdolchen. Ich bin zwar noch ein absoluter Noob und ich kann gar nichts quasi, aber... Aber mit so Dolchen, weißt du, so... Na, das macht schon... Es macht einen Unterschied. Wenn du mit sowas herumrennst. Aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wenn ich jetzt hier Waffen... Upsa, S... Ja, Waffen. Aussehen, Kopfbedeckungen, Aktionen. Vielleicht, ich kenne mich ja... Ah, warte. Verzaubern. Nee, okay. Gut, müsst ihr mir helfen? Ich weiß es nicht. Aber wir machen jetzt mit der Story weiter. Wir sollen ja diese Himmelsscherbe suchen. Und das werden wir heute tun. Wir müssen dazu hier in dieses wunderschöne Gebäude reingehen. Und ich habe eh so echt gar nicht mal so hübsch in Erinnerung. Es ist wirklich schick. Alter Schwede. Es ist wunderbar. Gefällt mir. Aber das soll uns nicht ablenken. So. Friss brennende Schädel. Du Sackgesicht. Dort ist sie, die Himmelsscherbe. Da ist auch so ein Gargoyle. Ein Gargill in diesem Fall. Na gut, machen wir fertig. Oh. Rollt auf die Seite. Au. Also ich dachte, ich hätte den unterbrochen, aber offensichtlich nicht. Okay, gut. Ja, Kraft! Was? Oh. Habt ihr gerade die Energie dieser Scherbe absorbiert? Unglaublich. Nicht ganz, was ich vorhatte, aber wir können damit arbeiten. Lasst uns zurück zum Tor gehen. Okay. Habe ich einfach mal absorbiert. Das tut mir sehr, sehr leid.
Nun gut, zurück zum Tor. Ihr könnt übrigens immer noch gerne Add-on-Vorschläge, Mod-Vorschläge, Gedönse, alles in die Kommentare schreiben. Wenn ihr euch für das Spiel interessiert, aktuell glaube ich, Stand 21.08.2091, gibt es noch einen guten Rabatt. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Link in der Videobeschreibung nutzt. Das bringt mir gar nichts, aber Bethesda sieht halt, dass wir cool sind, alle zusammen. Genau. Also, ne? Nur mal so. Also, wenn ihr Bock habt. Der Moment der Wahrheit. Konzentriert euch auf die Himmelsscherbenöffnung. Mit etwas Glück reagiert sie auf die von euch absorbierte Macht und schließt das Tor auf. Okay. Gut, du bist auch hinterhergejoggt gekommen. Ha! Ihr habt es geschafft! Unterhalten wir uns. Na, muss das sein? Ich fürchte, wir sind am wirklich beängstigenden Punkt angekommen. Die dädrische Kreatur, die für all diese Portale verantwortlich ist, wartet gleich jenseits dieses Tors. Falls ihr noch irgendwelche Vorbereitungen zu treffen habt, so trefft sie jetzt. Ich meine, ich habe meine Schädel, ich habe meine Waffen. Vielleicht noch einen guten Rat. Wie gesagt, ich bin nur eine Gelehrte, doch ich würde euch dazu anhalten, an das zu denken, was wir vorhin geübt haben. Bleibt in Bewegung, seid treffsicher und nutzt jede Schwachstelle aus, die diese Kreatur euch bietet. Nun gut, lebt wohl. Auf, nimmer Wiedersehen. Wir werden sterben. Da ist sie. Schickt sie zurück ins Vergessen. Friss meine sexy Hexi-Schädel. Die hat mich gestunt, die Sau. Nur mich wird es noch geben. Ich bin schon wieder gestunt. Ha, daneben. Was nicht sterben kann, könnt ihr nicht töten. Was sind das für lustige... Niederwurm. Ich glaube, die müssen wir zerstören. Ich glaube, wir haben es verkackt. Oder auch nicht. Siegel der Bestrebung. Ihr habt eine Bestrebung. Hoffentlich wurde die Galerie nicht zu schwer beschädigt. Ich habe ein Siegel der Bestrebung erhalten. Und eine Halskette. Nice. Bumm. Ausgerüstet. Fertig. Wunderbar. Cool. So stark war die eigentlich gar nicht. Bei allen Sternen. Seht euch die mittlere Säule an. Sieht gut aus. Ich hatte keine Ahnung, dass sie so etwas verbirgt. Werfen wir einen näheren Blick darauf. Okay. Ich loot jetzt mal ein bisschen weniger, damit wir die Story ein bisschen mehr genießen können. Die Galerie des Schlüsselmachers. Ich hatte sie anders in Erinnerung. Na, so kannte ich die schon immer, ehrlich gesagt. Hi. Jetzt verstehe ich, warum es uns nie gelang, die Tore zu entriegeln. Ihre Macht entstammt dieser arkanen Helix. Erstaunlich. Total. Da die Helix nun frei liegt, können sich diese Tore wieder öffnen. Anfangs vielleicht nicht alle, aber genügend, um einen Großteil Tamriels zu erreichen. Für euch stellt sich jetzt die Frage, wohin zuerst? In den Schwarzwald, bitte. Ist das zu fassen? Seht euch nur um. Da diese arkane Helix nun frei liegt, knistert es in der Kammer regelrecht vor Magie. Die Galerie des Schlüsselmachers ist zum Leben erwacht. Und ich glaube, ich weiß auch endlich warum. Was meint ihr? Warum sind sie lebendig geworden? Und warum guckst du so bedröppelt? Euretwegen. Die Lage in Tamriel ist düster. Oh. Krieg wütet in Cyrodiil. Dädrische Fürsten intrigieren. Drachen reiten auf den Winden von Elsweyr. Die zweite Ära braucht einen Retter.
Ich glaube, die Galerie, vielleicht auch der Adamantturm selbst, hat euch dafür ausgewählt. Ich bin der Auserwählte, natürlich. Was soll ich denn eurer Meinung nach als nächstes tun? Die Galerie des Schlüsselmachers hat Türen in jeden Winkel Tamriels geöffnet. Orte, von denen ich vermute, dass sie dringend den Beistand eines Helden brauchen. Die Entscheidung liegt bei euch. Doch wohin auch immer ihr gehen mögt, das Abenteuer wartet sicher bereits auf euch. Oh, mögen Abenteuer. Mögen euch die Sterne behüten. Yes, Abenteuer. Und? Habt ihr beschlossen, wo es hingeht? Welche Region der Welt gefällt euch? Nicht jeder kann binnen eines Wimpernschlags von einem Ende Tamriels zum anderen gelangen, wisst ihr? Das ist ein ziemlich großes Geschenk. Ja, wie komme ich denn in den Schwarzwald? Es ist ein wenig überwältigend, nicht wahr? Ganz Tamriel erstreckt sich vor euch. Wir könnten mit den politischen Überlegungen beginnen. Drei große Allianzen ringen um die Kontrolle von Cyrodiil. Interessiert euch das Schicksal von Pakt, Bündnis oder Dominion? Nee, Politik ist nicht so meins, du. Ich kann es euch nicht verdenken. Die Intrigen zwischen den Provinzen sind die Grundlage meiner ganzen Gilde. Und selbst ich finde sie nach einer gewissen Zeit ermüdend. Ich schätze, das erweitert die Möglichkeiten etwas. Ja, wie geht's denn in den Schwarzwald? Nun, wie ich schon sagte, sprießen die Bedrohungen für Tamriel überall wie Pilze aus dem Boden. Würdet ihr lieber Zeit mit Elfen wie mir, den Khajiit von Elsweyr, oder Menschen aus dem Norden und dem Süden verbringen? Ah, ich glaube, bei dir werde ich da... Na, vielleicht mal Elfen? Wenn ihr das Tor nach Vardenfell nehmt, könnt ihr die Dunkelelfen und vielleicht auch deren Gott König Vivek treffen. Ach komm, nerven jetzt nicht. Wo geht's hier hin? In den Dunkelforst. Das klingt nach Blackwood, oder? Huhu! Ah! Diese Musik! Kriege ich glatt ein bisschen Gänsehaut. Okay, wir können aktuell, glaube ich, nichts mit unserem Fertigkeitsbild. Wir könnten jetzt eine Todessense oder so. Aber wir bleiben mal beim Grabesfürsten, ne? Ja, dementsprechend... Oh, wir könnten... Na, machen wir auch nicht. Okay, gut. Wir gehen in den Schwarzwald. Es scheint, dass dieses Portal nach Dunkelforst führt, an die südliche Grenze von Cyrodiil. Ich habe Spionageberichte über eine Reihe von aufsehenerregenden Morden mit Verbindungen in diese Region gelesen. Auch einige über dädrische Einmischungen. Ein Krieger wie ihr könnte dort wirklich viel Gutes tun. Das werden wir. Wir beginnen den Erzählstrang Tore von Oblivion. Dunkelforst umsäumt den großen Lieben und erstreckt sich weit in die Moraste der argonischen Heimat. Die Region dient als maritimes Tor nach Cyrodiil, einem wertvollen, wenn auch gefährlichen Landstrich, der von Khajiit, Argoniern und Kaiserlichen gleichermaßen geschätzt wird. Schön. Das ist ja hier so argonisch, oder? Von der Architektur her, das ist dann... Ihr da! Die Elfenbeinbrigade braucht euch! Oh nein, die Elfenbeinbrigade? Was wollen die denn? Ihr seht aus, als ob ihr recht verständig wärt. Ja. Lust, ein bisschen zusätzliches Gold mit Arbeit für die Elfenbeinbrigade von Leyawin zu verdienen? Immer. Ich wurde von meinem Hauptmann gebeten, jemanden zu finden, der weiß, was er tut. Wir brauchen Hilfe in einer heiklen Lage. Oh, ich weiß absolut, was ich tue. Entschuldigung. Wie ist die Lage? Tödliche Geheimnisse. Assassinen. Mord. Und jetzt ist anscheinend auch noch eine Ratsherrin verschwunden. In Anbetracht des Kriegs, der Banditen und der Kultisten ist die Elfenbeinbrigade wie ein Nord, der versucht, ein leckendes Metfass zu stopfen und feststellt, dass er nicht genügend Finger hat. Ich verstehe absolut, Was soll ich für euch tun? Sprecht mit meinem Befehlshaber, Hauptmann Rian Lior. Ihr findet ihn vor den Stadttoren, wo er versucht, die Adligen zu beruhigen. Sagt ihm, ich habe euch geschickt. Er wird eure Hilfe gut brauchen können. Da bin ich mir sicher. Na, dann rede ich mit dem mal. Ein tödliches Geheimnis. Hey, hast du schon gehört? Tödliches Geheimnis hier.
Das ist also dieser komische, ominöse Schwarzwald. Ja, ist schick hier. Was ist das da oben? Ein Minotauren-Schamane und eine Kiste, die will ich haben. Oh. Oh, der versteht echt keinen Spaß, der Kerl. Ich will doch nur die Kiste. Okay, tschüss. Tschüss. Mach's gut. War schön. Ich wollte doch nur die Kiste. Keinen epischen Kampf auf Leben und Tod. Naja. Eines Tages bin ich ein großer Nekro. Hi. Eines Tages bin ich ein ganz großer Nekro, dann mache ich das alles. Warte mal, mit H, ne? Ja, oh, viel besser. Let's go. Das Vieh passt perfekt zu unserem Nekro, oder? Oh ja. Schön. Das ist ein bisschen schneller, das Vieh. Ein Knatterhuf. Jetzt hätte ich gern einen Knatterhuf, ehrlich gesagt. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ihr habt mein Wort. Falls die Ratsherrin in Leerwien oder der umliegenden Region ist, wird die Elfenbeinbrigade sie finden. Hi, Hauptmann. Nicht jetzt, Bürger. Seht ihr denn nicht, dass ich gerade alle Hände voll zu tun habe? Ich bin mir sicher, eine Wache oder einer meiner Brigadisten kann euch helfen. Pass mal auf, Freundchen. Ich habe gehört, du suchst nach Hilfe. Der Brigadist Antonius schickt mich. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Die Zahl von Leawins Problemen ist immens. Und nun treffen anscheinend auch noch die Vorhersagen der Waldelfenschützin ein. Verdammt seien diese alten kaiserlichen Geheimnisse. Ratsherrin Jerich ist verschwunden. Und meine Elfenbeinbrigade für meinen Geschmack zu verstreut. Aha. Naja, dann, mein lieber Arthas für Arme, erzähl mir doch mal mehr über diese Waldelfenschützin und die kaiserlichen Geheimnisse. Die Waldelfin Eveli Scharfpfeil. Sie brachte die Neuigkeit, dass die dunkle Bruderschaft es auf Mitglieder des Ältestenrats abgesehen hat. Alles wegen irgendeines Geheimnisses der Langhauskaiser. Wir nahmen diese Warnung ernst. Doch Jerich verweigerte sich dem Schutz der Brigadisten. Wer auch immer die Langhauskaiser sind, vermutlich irgendwelche Wikinger oder so, weil Langhaus und, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die dunkle Bruderschaft soll also der Ratsherrin Jerich was angetan haben. Bei der Assassinengilde weiß man nie, was man denken soll. Aber Jerich ist verschwunden. Und ich habe nicht genug Brigadisten in Bereitschaft, um ordentlich nach ihr zu suchen. Ihr seht mir fähig aus. Wollt ihr euch etwas Gold verdienen und uns helfen, das Schicksal der Ratsherrin aufzuklären? Natürlich, immer doch. Hier, lasst mich eure Karte auf den neuesten Stand bringen. Es gibt Orte, die Jerich im Zuge ihrer täglichen Routine aufsucht. Falls ihr etwas zugestoßen ist, ist es irgendwo entlang dieses Weges geschehen. In der Zwischenzeit überprüft Eveli Scharfpfeil Orte in der Stadt. Sie wollte unbedingt helfen. Wer ist denn diese Eveli? Eveli Scharfpfeil ist eine Abenteurerin aus Walenwald. Doch ich habe den Eindruck, dass sie noch verhältnismäßig neu dabei ist. Sie traf vor kurzem ein und berichtete von einer Bedrohung für die ehemaligen Mitglieder des kaiserlichen Ältestenrats. Ich war anfangs skeptisch, aber jetzt... Na, erzähl mir mal von der Gefahr. Was hat sie denn gesagt? Sie hat uns erzählt, der verstorbene Vogt von Kaiser Leowig wäre von der dunklen Bruderschaft ermordet worden. Anscheinend geht es um irgendein Geheimnis der Langhauskaiser. Doch diese Einzelheiten besprecht ihr lieber mit Ratsherr Lovidicus. Na, selbstverständlich. Und wie passen die anderen Mitglieder des Ältestenrats da hinein? Eveli hat einen Teil der Dokumente gefunden, die sich auf dieses Geheimnis beziehen.
In einem von ihnen gab es auch eine Liste von Namen, mit dem des Vogts und dem einiger Ratsmitglieder. Evely geht davon aus, dass die anderen folgen werden, nachdem der Vogt bereits ermordet wurde. Okay. Und was kannst du mir sonst noch über die Ratsherrin Jirich erzählen? Ratsherrin Jirich war ein Mitglied des kaiserlichen Ältestenrats damals, als wir noch ein Kaiserreich hatten. Nun ist ihr Titel vor allem zeremoniell. Doch sie hilft weiterhin den Legaten, indem sie als Mittelsfrau bei den örtlichen Adligen auftritt. Die Legaten? Seit dem Zusammenbruch des Kaiserreichs und der Auflösung des Ältestenrats ist Leavin ein unabhängiger Stadtstaat geworden. Gräfin Karo sitzt auf dem Thron, aber die Kammer der Legaten regiert die Stadt. Aha, also ihr habt eine Gräfin, aber die Legaten haben das Sagen. Ich denke, die Gräfin ist theoretisch die höchste Autorität in Leavin, doch sie überlässt die Verwaltung der Stadt der Kammer der Legaten. Lovidicus, ein anderer ehemaliger Ratsherr, führt dieses erhabene Gremium gemeinsam mit Tebesako und Amhalu. Ja, die kenne ich auch alle, die sind mir alle bekannt. Erzählt mir von dem Ort, den ihr auf meiner Karte markiert habt. Ratsherrin Jirich hat feste Gewohnheiten. Täglich spaziert sie am Fluss entlang und macht Pause, um bei einer Höhle am anderen Ufer zu lesen. Während Evely Schafpfeil die Orte in der Stadt untersucht, die die Ratsherrin öfter aufsucht, solltet ihr jene Orte dort überprüfen. Na gut, dann mache ich das mal. Lebt wohl. Werter Hauptmann. So, wo müssen wir jetzt hin? Okay. Oh. Okay, pass auf, wo sind wir? Wir sind hier im Dunkelforst, ne? Hier ist ein Dungeon, hier ist ein alles Dungeons. Für mich zumindest. Hier ist Elsweyer, das gibt's noch nicht. Schattenfen, Deshan. Ich glaube, hier war ich mal in Deshan. War ganz lustig. Wadenfell, Ostmarsch. Eieiei, wir haben so viel zu machen, Leute. Ach, Herr Jemine. Ha. Na gut, okay. Wir müssen entlang des Flusses suchen. Gut. Getreues Ross. Ach so, ja, da gab es doch auch noch was, oder? Da muss man doch immer mit dem Typen sprechen und dann... Ach so, wir haben wahrscheinlich noch kein Geld dafür. Aber man kann ja das Tierchen irgendwie upgraden, ne? Hier ist irgendwo auch eine Nebenquest. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Ob wir Nebenquests mitnehmen oder nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich weiß nur, ich habe ein tolles Reithundi. Ich weiß gar nicht, müssen wir die überhaupt anklicken? Diese Schreine. Das Reithundi kann leider nicht schwimmen. Aber ich muss sagen, der Soundtrack, der ist schon gut. Gefällt mir bislang. Aber ich habe keine Ahnung, worum es hier überhaupt geht aktuell. Habe ich irgendwas verpasst oder so? Hätte ich vorher vielleicht ein anderes Add-on spielen sollen? Brief von Farul Lupus. Ich hoffe, dieser Brief Ratsherrin Jirich. Ich hoffe, dieser Brief erreicht euch bei guter Gesundheit und bei noch besserer Laune, meine alte Freundin. Obwohl es Jahre her ist, dass ich Kaiser Leovigs Vogt war und ihr Teil seines Ältestenrats wart, befürchte ich, dass uns die Geheimnisse der Langhauskaiser weiter heimsuchen. Ihr und andere Mitglieder des Ältestenrats schwebt in großer Gefahr. Dinge, die ihr und eure Kollegen über die Jahre in Diensten der Langhauskaiser getan habt, haben euch ungewollt zum Ziel eines oder mehrerer bisher unbekannter Wesen gemacht. Natürlich wissen wir beide, dass ihr nur Befehle befolgt habt und eure Pflicht erfüllt. Leider scheren sich die, die euch jagen, nur wenig um die Gründe. Sie wollen nur jeden ausschalten, der auch nur das winzigste bisschen über Kaiser Leovigs letztes Geheimnis weiß. Ich wünschte, ich könnte euch mehr Informationen... Oh. Kann ich das nochmal lesen? Aber wahrscheinlich mehr Informationen. Bliblablub. Sorry, tut mir leid, aber wird schon. Wir hören voneinander.
Alte Breze. Irgendwie sowas wahrscheinlich. Achso, wir könnten mal das Ding hier noch öffnen, ne? Oh, Flammenstab. Ja, ja, ja. Ich nehme alles. Ich nehme alles. Wir nehmen alles mit und ich rüste mal. Weg mit den Dolchen, her mit dem Flammenstab. Oh ja, Feuerwerk! Huda! Yay! Okay. Die verschwundene Ratsherrin. Findet die Höhle. Das kriegen wir doch ganz bestimmt hin. Oh, es ist echt schön hier. Alter Verwalter. Die Sterne funkeln. Wolken, es sieht grandios aus. Und ich frage mich ernsthaft, warum hat man das denn nicht in Fallout so hinbekommen? Es sieht so schön aus. Warum darf Fallout 76 nicht so hübsch sein? Und da rede ich jetzt nicht von, ne? Aber grafisch ist ESO schon nochmal um einiges schicker. Oh, das nehme ich mal mit. Kratze ich ab. Es ist unglaublich atmosphärisch. So eine Minimap, ne? Ich glaube, ich lade mir ein Minimap-Add-on. Okay, hier irgendwo soll diese Höhle sein. Oh, oh. Ah, Höhle. Feuerwerk. Hübsche Augen, alter Schwede. Okay, diese Höhle schauen wir uns in der nächsten Folge an. Das soll's gewesen sein. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like und schreibt einen Kommentar. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen lieben Dank natürlich auch an alle Kanalmitglieder, die diesen Kanal hier nochmal gesondert unterstützen. Danke, danke, danke. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.